Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Raiders of Icarus, mit dabei der Dark. Und wir sind mittlerweile im Kellwald angekommen, Level 17 in der letzten Folge geworden. Und ja, wie ihr unten seht, hier in der Erfahrungsleiste, da ist, haben schon fast wieder einen halben Level geschafft. Gut, dann nehmen wir mal alles an hier, an Questen. A ruinous shadow looms over this town. Wir können von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen Vampire töten, aber die Kellwald-Farmen werden nicht sicher sein, bis wir die magischen Kreise zerstören, die die Farmen überhaupt erst verwandelt haben. Entferne Blut, Magiesiegel, Vampire. Vermisste des Krieges. Vor ein paar Tagen kämpften wir gegen die Vampire, als wir von Drax getrennt wurden. Er ist noch nicht zurückgekehrt. Er würde uns nicht im Stich lassen und ich kann einfach nicht glauben, dass er tot wäre. Würdet ihr ihn für mich finden, ja? Was hat denn der hier? Elite-Gefährten? Sind stärker, schneller und schlichtweg besser als gewöhnliche Gefährten. Wenn ihr wisst, was ihr tut, könnt ihr Elite-Gefährten, Bestien wie Shakai, Trutan und Kelone bändigen. Diese Kreaturen sind für sich allein genommen äußerst stark, aber sie können auch ihren Reiter stärker werden lassen. Die Gefährtenakademie führt eine Liste über alle bekannten Elite-Gefährten. Okay. Let us ride bravely into battle. Ja, zwei Queste nur? Oder ist hier in dem Menschenpulp auch noch irgendwo Pulk eine Quest gebe? Sprich mit Drax, dem verlorenen Milizmann. Entferne Blutmagiesiegel und dann habe ich noch benutzte zerbrochene Lampe. Ja, die fehlt mir noch. Ja, hier siehst du ja auch nichts. Wo sind die denn? Was sind die angenommen? Richtung Ausgang. Richtung Ausgang. Ah, da. Ruckel, ruckel. Schutz der Dunkelheit, benutze zerbrochene Lampe. Ja. Ja, wenn es ruckelt, dann wahrscheinlich, weil wenn den Kellwald verlässt. Ah, und inzwischen soll ich noch ein bisschen Ruckelei. So, nebenbei leveln wir hier unseren Aranosaurus. Den bringen wir so auf Stufe 10 bis 12 und den packen wir dann in Siegelstein ein. Weil der uns dann den Buff mit Stärke gibt und im Ganzen habe ich hier drei Stück gezähmt, die werden wir jetzt nach... Ah, geht er mal runter da. Werden wir nach und nach hochleveln und dann müssen wir eigentlich noch drei, vier Stück holen, ne? Ja, es gibt glaube ich hinterher auch bessere Viecher. Es war jetzt nur, weil wir gerade eben im Gebiet waren, war es jetzt ganz angebracht. Ja. So. Ich wollte bitte auf meinen Kanarienvogel. Ja, Phönixküken, ich weiß. Wo steckst denn du jetzt? Ich warte. Dich hier. Einfach aus der Stadt rausgehen. Hm? Einfach aus der Stadt rausgehen. Na, welchen Kanal bist du? 6. Dann. Ah. Da, ich sehe dich. I see you. Oh Gott, der Kollege hat sich eine Schildkröte geholt. Warum? Die HP bringt später. So, ich hoffe, du hast ganz viele AOE-Attacken. Eine. Schön. Ja, eigentlich zwei mit Schnitt von unten. Guck dir mal die ganzen roten Symbole an. Egal, probieren wir es mal. Du lootest. Kannst du dich, wenn du willst, durchschnitzeln, wie du lustig bist. Wir brauchen zwar nichts von denen, aber. Warum klapp ich die dann? Weiß ich nicht, warum du jetzt gerade reingecharged bist. Ich wollte dir das eigentlich nur zeigen. Ja. Guck mal hinten, den Mob. Worms ist ein Elite-Boss tot. Bestimmt Erfolg, wenn die alle umnatzt hier. Ja, aber du kriegst dann halt 500 Monster getötet, bla bla bla, ne? Stimmt. Und halt massenweise Material. Das ist bestimmt ein guter Farmspot. Ja. Yep. Bis jetzt habe ich nur Kupfer gesehen.
findest auch Stoffe von denen. Ja. Also wir müssen im Prinzip eigentlich in diese Richtung hier. Dann machen wir das mal. Das sind die Kreise, die wir demolieren müssen. Ja. Tja, zählt das wieder nur für einen? Da ist Drex, der faule Hund. Bestimmt Schiss. Ja, einmal einen für dich und ich muss meinen gleich noch holen. Abschließen. Eskortiere Drex nach Kellwald. Ja, dann machen wir später, oder? Jetzt. Nee, musst du schon jetzt mitnehmen. I knew the captain wouldn't forget about me. Nebenher dann diese ganzen Lampen da kaputt machen noch. Was er mit dem Gemüse hält. Achso, er folgt uns. Ja, müssen wir noch die Kreise machen. Habe ich denn jetzt hier alles auf dem Schirm? Was ist hier? Magienblut gemeißelt. Entferne Blutmagie, sie hat dahin als ein Siegel. Ja, Doga, ich würde dich ja heilen, aber. Du darfst nicht vergessen, ne? Drex, hast du 9 Minuten Zeit, ne? Ach so. So, die Quest haben wir fertig. Und wie gesagt, du kommst hier noch öfter hin. Ja. Das ist, denke ich mal, auch klar mit der Masse von Gegnern. Zerbrochene Lampe. Gut, dann marschieren wir mal so langsam Richtung Heimat. Also eine Massenloot-Funktion wäre ja echt ganz nice. Ja, da hast du recht. Na dann komm, dann gehen wir mal Richtung Heimat. Ich muss zwar noch magische Blutsiegel machen, aber das mache ich gleich wirklich. So, eine Lampe, die blinkt da drüben. Okay, Quest beendet. Kann ich auch reiten oder muss ich jetzt laufen bis. Nee, kannst auch reiten. Also hier ruckelt es ganz schön. Ja, das ist auch hinterher krass, wenn dann mal so 6-7 Spieler die Viecher da kloppen, dann respawnen die extrem schnell. Da ist richtig Spaß dabei. Nimm, was du kriegen kannst, ist fehlgeschlagen. Also reiten ist doch keine gute Idee. Von mir hat das wunderbar geklappt. Ja, vielleicht auch wegen dem Lag. Vielleicht kurzzeitig die Verbindung verloren oder so und dann brauchst du schon vor Schießen. Ja, holen wir nochmal. Oder ist die Quest jetzt komplett abgekackt? Das
los. Kann sein, dass du es nochmal komplett zurückgehen musst und neu annehmen musst. Das weiß ich nicht. Okay. So. Obwohl, jetzt hat er einen Sternemann. Hey. Schutz der Dunkelheit abgeschlossen. Achso, das war die andere. Ne, das war eine andere Quest, okay. Aber ich kann sie nicht mehr neu annehmen. Mal gucken, ob der jetzt in dem Haus steht. Schwere Entscheidung. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Plötzlich wurden die Kellwaldfallen von Vampiren überrannt. Das waren so nette, friedliebende Leute. Es ist eine Schande, aber jemand muss ja etwas tun. Es wäre einfacher für euch, da sie nicht eure Freunde sind. Bitte gebt ihnen Frieden. Besiege, besiege. Ja. War nur die eine Quest jetzt hier? Ja, du musst Blutmagie-Siegel noch durchziehen und dann... Ja, Blutmagie-Siegel... Ah, jetzt kann ich die Quest hier wieder nehmen. Okay. Nee, Kräuter am Ufer. Erhalte Kräuter. Nee, ich glaube, wenn du die Quest verkackt hast, dann war es das. Nein, eigentlich nicht. Ja, ich kann sie nicht mehr... Ja. Doch, jetzt warte. Jetzt habe ich hier wieder ein Ausrufezeichen. Weil nämlich das Flachsen hier oder was? Da kann ich ihn nochmal annehmen. Wir quatschen ihn nochmal an. Kann er... Nee. Mhm. Oh Gott, stimmt hier nicht. Zeigt ihm mal. Hier kann ich jetzt einen annehmen. Ja. Die Rolle eines Boyon. Das ist eine Katastrophe. Wir haben den Großteil unserer Ernte zum Palast geschickt, bevor die Vampire kamen. Wir haben nichts mehr für uns. Würdet ihr uns helfen? Würdet ihr unser Essen wiederbringen? Ja, klar. Hast du das mit dem Siegel schon fertig oder was? Das mit den Siegeln hatte ich durch. Ja. Okay. Jetzt hau die doch. Looten, looten, looten. Vampirbauer 6 von 10 ist ja jetzt nicht das Problem. Dann looten wir mal eben. Dann gucken wir mal, ob wir Drecks jetzt wieder anquatschen können. Danke. So, Fixer respawnen. Was ich passe. Ich glaube, ich muss mir die Looten-Taste mal irgendwie auf eine Maustaste legen oder so. Das ist ja wahnsinnig. Ja, Alter, Alter. So. Also, erhalte die gute Beutel mit Nahrung. Da Blitzdings was. Drex hat eine Quest für mich. Aha, also ist doch noch nicht Hopfen und Malz verloren. Wir machen aber jetzt erstmal den ganzen anderen Kram hier fertig, dass wir mit dem nur noch zurückgehen müssen.
ne? Mach, mach, mach. Das haben wir fertig, okay. Jetzt möchten wir noch erhalte Kaliwaldkraut. Oh Gott, stimmt hier nicht. Oh Gott. Kriegen wir denn dieses Kaliwaldkraut? Droppt das? Nee, das muss ich irgendwo sammeln. Irgendwo sammeln. Such ja auch noch YouTube-Beutel mit Nahrung, bla bla bla. Irgendwo sammeln. Da hinten ist Nahrung. Ah, ich hab's gefunden. Hier blinkt noch was. Danke fürs Loot. Mhm. So, jetzt muss ich auf der Pflanzengedöns hier warten. Sam hier. Oh, besiege 800 Monster. Ja, gut. Hast du eigentlich deine Nahkampfpflanze schon? Nein. Woher? Kannst du durch Quest? Wahrscheinlich, wenn du den Typen zurückgebracht hast. Ja, ja, klar, der habe ich gesehen. Quest und irgendwie zwei Bücher oder irgendwie sowas. Und die Nahkampfpflanze halt. Ja. Kann das hier mal respawnen? Erhalte Jutebeutel. Erhalte Jutebeutel. Da hinten ist ein Jutebeutel. Okay. Mir fehlt nur ein Beutel und... Ah, die Dinger hinten sind respawned. Schnell, schnell. Wie viel brauchst du noch? Alle. Schön. Ah, der Jutebeutel ist ja auch gespawnt. Hinter dir. Was? Ah, da hinten. Runter, ich will die nicht alle pullen, ne? Guten. So, ein Kraut noch. Und ein Kraut. Und ja, gut, nee, die kannst meins. Der gute Drecks noch. Und dann ab los. Thank you.
What was that? Komm mit. I knew the captain wouldn't forget about me. Ich gehe aber zu Fuß mit dem jetzt. Komm. Hier können wir schon mal abgeben. Danke für die Rettung. Geht und sagt Berdo. Sagt's Berdo. Ja, okay. Warum sagst du das ihm nicht selber? Du bist doch schon mitgelaufen. Na ja, Kopf. So. Achso, hä? Nochmal das Kraut sammeln? Nee. Oder? Doch. Oder was? Nee, ne? Doch. Ja, wieder annehmen? Glaube ich jetzt eigentlich. Zack. Okay. Jetzt kriegen wir eine Milizlanze. Ja, um die nutzen zu können, musst du in P drücken und dann halt switchen. Was? P drücken? P drücken, dann kommst du in dein Inventory. Ja. Und dann musst du die switchen, also musst du einmal diesen Switch, diesen Wechselknopf drücken. Achso, okay. Sonst behältst du weiter die Armbrust. Was will er denn? Ein Elite-Gefährt ist nicht nur stark, er stärkt auch seinen Reiter. Früher führte den Kampf namens Shakai in die Schlacht, nachdem er ein Auge verlor, ließ ich ihn frei, aber man sagt, dass er noch die Hochlande streift. Wenn er noch der Shakai ist, den ich kenne, dann ein bisschen Rentier vielleicht genau das Richtige, um ihn wieder zu bändigen. You'll find a stalwart companion in Chikai. Yeah. War tempers a man into a deadly weapon. You've got the bat and you're showing the medals in battle. Alles, was noch fehlt, dass ihr auf dem Rücken von Chikai springt und euch dabei eines Meisters würdig erweist. Viel Glück dabei. Go tame that noble beast. Milizschwert. Der ganze Schlamassel nahm seinen Anfang an Spectre Hectors in seine Pflicht beiseite war und auf persönlichen Vorteil aus war. He said he sent by General Russell, but he turned on us at the very first opportunity. It's clear now that the commanders are long a trio. If you kill Hectors and intercept his order, we might be able to save Calwoods. Ja. Hectorson must be relieved of duty. So, meine Lieben, aber das machen wir nicht mehr in der jetzigen Folge, weil wir sind ja schon wieder bei 24 Minuten. Die Zeit vergeht in dem Spiel hier, das ist Wahnsinn. Das ist auch ein cooler Drache hier. Hat Style. Ja, ach, warte, die Quest hier nehme ich noch an. Habe ich ja gar nicht gesehen. Was war der denn noch? Der hat doch alles angenommen. We'll protect this village together. Besiege Wache, besiege Schlachtreiter. Okay. Dann machen wir jetzt hier einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr die Folge seht und sagen Tschüss, bis demnächst. Bye bye, ciao, ciao. Tschüss.